hart oder zart soll es denn werden? Denn es gibt Abstufungen und man muss natürlich gar keine Erotik in ein Buch reinbringen. Es gibt alles zwischen der sogenannten wholesome, clean, sweet, ganz viele Bezeichnungen, in der eben keine erotische Spannung vorkommt und höchstens mal ein zarter Kuss passiert. Es gibt die Closed Door, wo eben die erotische Spannung zwar da ist, aber dann tatsächlich sich die Tür schließt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann man dann ausblenden oder man sagt eben wirklich, die gehen jetzt ins Schlafzimmer, schließen die Tür. Oder eben dem weiteren, da geht es dann weiter, wobei diese Bezeichnung mit spicy und smut und steamy, da gibt es auch andere, die sagen, nein, wenn, dann ist das ja umgekehrt. Spicy ist immer ganz voll die Härte und voll drauf. Aber ja, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und da bestimmt natürlich auch die Handlung mit, wie viel Handlung ihr drin habt und dass die Szenen reinpassen, aber eben auch das, was ihr schreiben wollt. Und dann habe ich noch hier aus unserem How-to-Romance-Ratgeber eine kleine Grafik rausgeholt. Die finde ich einfach super witzig, weil wir eben mit dem Cover letztendlich auch darstellen können, wie viel Spice in einem Buch drin ist und es auf jeden Fall auch in den Klappentext rein muss, wie viel es ist. Und da haben wir eben diese Skala von Spiciness zu dem Zustand der Bekleidung des Herrn auf dem Cover mal dargestellt. Also je weniger der anhat, desto heftiger wird's. Und was mir da allerdings auch wieder wichtiger ist, wo siehst du dich denn in dieser Einstufung? Ne? Also selber für dich entscheiden, was willst du, wo willst du sein und was passt zu dem, was du sonst schreibst und was passt zu dem, wie du dich dann dabei fühlst. Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, ist eben, passt es eben zur Handlung deiner Geschichte und liegt eben nicht wie Stroh rum. Und wer das da jetzt nicht kennt, dieses Warum liegt hier Stroh rum, dem erzähle ich das jetzt. Und zwar gibt es ein Porno, ein ganz kleines Pornofilmchen, das berühmt geworden ist. Nicht, weil das so eine tolle, sinnliche Szene ist, sondern weil da zwei Charaktere in einem Keller stehen. Er trägt noch eine Maske und die zwei stehen sich einfach völlig einfach so gegenüber und er fragt dann, warum liegt hier Stroh rum? Und tatsächlich liegt also Stroh in diesem Keller, so ein Ballen. Und sie guckt sich das an und guckt ihn an und sagt, warum trägst du eine Maske? Und dann sagt er, dann lass uns mal ficken. Und dann legen sie los. Und das ist die sinnfreieste Pornoszene aller Zeiten. Und deswegen ist die so berühmt geworden. Jetzt wollen wir aber nicht, dass euer Roman berühmt wird, weil da einfach völlig sinnlos Stroh rumliegt oder eine Szene irgendwo auftaucht, sondern die soll in die Handlung integriert sein. Das heißt, die soll natürlich auch Sinn machen und muss die Handlung weitertreiben. Ganz wichtig da, dass in dieser Szene, die du schreibst, auch die Handlung weiterentwickelt wird, dass die Charaktere irgendeine Entwicklung zeigen, dass irgendwas dabei rauskommt. Und dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber bitte geh nicht hin und sag, oh, alle schreiben Erotik, dann mache ich jetzt auch da Erotik rein. Und wen könnte ich denn jetzt mal zusammenschieben? Ach, dann nehmen wir die zwei und dann können die jetzt da mal Sex haben und danach ist wieder gut und alles ist so wie vorher. Das ist Blödsinn, um es ganz ehrlich zu sagen. Das macht man nicht. Aber dazu komme ich später nochmal zurück. Aber insgesamt führt das mit der Wahl und der Anzahl der Sexszenen immer auch zuallererst zu der Frage, kannst du mit den Folgen leben? Denn das, was hier steht an Fragen, hast du das alles selbst erlebt? Oder ach, jetzt weiß ich endlich, was du zu Hause treibst. Und dann solche Sachen wie, das hätte ich nie von dir gedacht. Und bis hin zu der Frage, die mir mal gestellt wurde, bist du eine Professionelle? Und das ausgerechnet von einem Krimi-Autor, der also in seinen Büchern Leute ermordet, kommt alles auf euch zu. Und das möchte ich euch einfach vorwarnen, dass das so ist, dass es sein wird, unter Garantie, wenn ihr sagt, dass ihr Bücher schreibt und das eben an Verwandtschaft, Nachbarn, Dorfbewohner, was auch immer weitergebt. Das kann auch Freundinnen sein, das können Geschwister sein. Ich habe eine Schwester, die kichert fürchterlich, wenn wir auf das Thema zurechtkommen. Dann denke ich immer, die ist 15, aber dabei ist sie schon etwas älter als ich. Also es gibt tausende Möglichkeiten, was da auf einen zukommt und darüber sollt ihr euch einfach im Klaren sein.
Man kann das natürlich ändern, indem man sagt, ich verwende ein Pseudonym, ein geschlossenes Pseudonym zum Beispiel, oder dann aber wirklich auch nur sich denen anvertrauen, von denen man sicher ist, dass die das nicht weitergeben. Oder ja, ein Pseudonym ist natürlich auch wichtig, wenn man kleine Kinder hat. Das war für mich zum Beispiel der Grund, die noch in die Schule gingen und wollte auf gar keinen Fall, dass die hier angemacht werden von anderen und wo dann irgendjemand zu denen mal sagt, ach, deine Mutter hat ja ständig Sex oder weiß der Geier was. Ne? Also überlegt euch das bitte, wie ihr das lösen wollt und ob ihr das vertragt. Wenn ihr natürlich super selbstbewusst seid, dann ist das überhaupt kein Thema und ohne Kinder ist es noch lockerer, keine Frage. So, dann kommen wir zu dem großen Thema. Yay, wie kann ich mit meinen Worten Sinnlichkeit transportieren? Und dann seht ihr schon das Erste und das euch wahrscheinlich allen zu den Ohren raushängt, wenn ihr schon mal irgendwo einen Schreibkurs gemacht habt oder ein Lektorat gehabt habt oder so. Show, don't tell. Und dann sagt man immer, schon wieder. Ja, aber es ist genau das, was dafür sorgt, dass Szenen sinnlich werden. Sinnlich im Sinne von Sinne verwenden ist das eine und das andere ist Emotionen beschreiben, Emotionen zeigen und eben nicht beschreiben. Und zwar könnte man das auch übersetzen mit let them feel. Vielleicht gefällt euch dieser Ausdruck etwas besser, denn die Leser sollen mitfühlen. Die sollen diese Gefühle, die ihr da beschreibt, selber auch fühlen. Das ist das Ziel, das wir haben, wenn wir einen solchen Roman mit Emotionen beschreiben. Und das geht am besten, wenn man eben nicht sagt, er ist erregt, sondern beschreibt, wie er sich dabei fühlt und was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Und das ist also diese beiden Punkte, das sinnlich Schreiben mit allen Sinnen und Show Don't Tell, das sind diese beiden Methoden, die wir brauchen, unbedingt brauchen, um sinnliche Szenen zu schreiben. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja, aber bei einer richtigen Sexszene, da muss ich doch auch die sich bewegen lassen, dann kann ich doch nicht nur sagen, wie die gucken oder so. Das ist natürlich auch richtig. Ihr müsst da ein Stück Handlung mit reintun, ihr müsst beschreiben, wo Arme und Beine sind. Aber so wie man es vielleicht beim eigenen Sex machen würde, dass man die Stellung fünfmal wechselt, das würde ich nicht machen und das mache ich bei mir auch nicht, weil mir das zu viel Bewegung ist. Ich muss natürlich, wenn ich eine lange Session beschreibe, dann bewegen die sich natürlich schon und machen auch, erst machen sie das eine, dann das andere, das kommt schon rein. Aber es überwiegt nicht, es nimmt nicht den eigentlichen Teil der Handlung ein. Ganz viele Szenen bleiben dabei, dass was sie empfindet, was er empfindet, ja, weil das viel wichtiger ist, als irgendwelche Turnübungen zu beschreiben, die sowieso so schlecht zu beschreiben sind. Denn wenn ihr euch mal überlegt, wie schwierig das ist, zu sagen, der Arm ist jetzt an der Stelle und das Bein da und dann habt ihr es angezogen, ah nee, Moment, muss noch gespreizt und so. Also das ist so ein, ja, das ist eine Beschreibung, das ist eine Bedienungsanleitung und das wollen wir nicht machen, denn das ist nicht sinnlich. Kein bisschen sinnlich. Also Emotionen darstellen. Und zwar innere und äußere Emotionen. Und da gehe ich jetzt hier drauf ein. Am besten überlegst du dir mal, was findest du denn selbst an einer Situation erotisch? Erstmal das als Übung. Was spricht dich an? Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in einer Menschenmenge und du siehst eine Person, von der du sagst, boah, cool. Ne? Mit dem. Ne? Und dann sich zu überlegen, was passiert denn da in mir? Was passiert in meinem Körper innen drin? Was ist äußerlich sichtbar? Das sind ganz viele Möglichkeiten, wie man da reinkommen kann, wie man sich das selber überlegen kann. Und dann sieht man eben auch, wie so eine erotische Spannung aufgebaut wird, denn die kommt ja nicht aus dem Nichts heraus. Die muss ich erst darstellen und die muss ich überzeugend darstellen, damit überhaupt klar ist, warum die zwei irgendwann in der Kiste landen. Denn einfach nur auf Befehl funktioniert das nicht, wird niemand erregt sein, sondern dann ist man höchstens stinkig,
oder so irgendwas, aber garantiert nicht erregt. Ja, also überlegt euch, wie würde das denn normalerweise ablaufen? Habe ich da diesen besonders langen und intensiven Blick zum Beispiel? Nehme ich Besonderheiten an dem anderen wahr, die mich ansprechen? Kann es sein, keine Ahnung, die Wimpern sein oder das kann die Art sein, wie jemand spricht oder es kann ein Geruch sein. Auch da wieder alle Sinne einsetzen und sich überlegen, was denn da, was mich letztendlich genau anspricht. Und das kann ich dann auf den Charakter übertragen. Dann muss ich allerdings überlegen, denn mein Charakter bist nicht ich, sondern mein Charakter hat einen eigenen, also mein Protagonist hat einen eigenen Charakter, um es so zu, richtig auszudrücken. Und dieser Protagonist oder die Protagonistin wird andere Sachen erotisch finden als ihr. Aber ihr könnt von dem ausgehen, was ihr kennt. Und können dann sagen, ich glaube, bei dem ist es was anderes. Der eine mag, keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht alle, der eine mag Füße oder mag super lange Beine, die ihn ansprechen oder mag eben einen ganz speziellen Geruch, den der andere vielleicht abstoßend findet. Und das sind all diese Kleinigkeiten, am besten erstmal dafür bei jedem Charakter einzeln erstellen und sagen, was empfindet dieser Charakter denn als erotisch? Und dann kommen wir nämlich wieder zu diesem, dass die Leser das wieder mitfühlen, ja, und dafür dann also auch die Sinne einsetzen. Und zwar am besten mindestens zwei, also dann, wenn es nur zwei sind, dann aber nicht immer nur hören und sehen, sondern dann bitte auch fühlen. Und fühlen zum Beispiel, fühlen bedeutet mehr als nur etwas anfassen und nur die Haut ertasten. Fühlen kann so viel mehr sein. Fühlen bedeutet auch die Schwerkraft zum Beispiel erleben. Das bei sich fühle ich mich schwer, liege schwer auf dem Boden, bin ich gerade am Schweben. Das wäre der Punkt mit der Schwerkraft. Oder eine Textur wahrnehmen. Texturen sind so unterschiedlich von allem. Ich kann auch die Bettwäsche dann wahrnehmen oder ich kann das Polster des Sofas, über das ich gerade gebeugt bin, wahrnehmen. Oder ich kann ja, das Gras, wenn es eben draußen im Freien ist, die Rinde eines Baumes. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, was ich damit einbringen kann an Gefühl, dass das eben nicht nur dieses, ja, ich fühle die Haut oder ich fühle mich sonst wie das, was sowieso ja nicht geschrieben werden soll, ne? Und Temperatur, ganz wichtiger Punkt, ja. Auch da ist es, wie fühlt es sich denn an? Wie warm ist denn das? Wie erwärmt sich gerade die Haut oder wird sie gerade kühler? Dringt etwas Kühles in mich ein oder etwas Heißes? Es gibt so viele Möglichkeiten, damit zu spielen. Ein Tipp, den habe ich hier als Übung draufgeschrieben. Ich will es extra nochmal erklären, weil es geht mir darum, dass ihr für euch wahrnehmt, was kann ich denn da beschreiben? Jetzt stellt euch mal vor, es ist wirklich ein super heißer Tag, so richtig 35 Grad glühende Hitze und ihr seid mitten in der Stadt unterwegs und dann seht ihr einen Eisladen. Jetzt hoffe ich einfach, dass ihr alle Eis mögt. Wenn nicht, müsst ihr euch halt irgendwas anderes überlegen, ein kühles Bierchen oder eine Handtasche, die ihr schon immer haben wolltet. Das ist dann letztendlich egal. Und jetzt von diesem ersten Moment an des Sehens. Einfach mal überlegen, was empfinde ich denn da? Was geht denn da in mir vor? Und da gibt es so viele Punkte, die das betrifft, die man eben nicht immer gleich im Sinn hat, wenn man das dran überlegt, dass man einfach mal sich Gedanken macht, vielleicht, wenn ich zum Beispiel jemanden dabei habe und ich spreche mit jemandem zu der Zeit, dass meine Stimme höher wird. Vor lauter Begeisterung und Freude bekommt man eine sehr viel höhere Stimme und die Augen leuchten auf oder man berührt sich. Das kennt ihr vielleicht, dass wenn da jemand einem gegenübersteht, das in dem Fall vielleicht nicht das Eis, aber eben eine Person, dass man dann anfängt, an den Haaren zu spielen oder dass man sich so am Hals berührt oder also es gibt so viele Gesten, die das bedeuten, die das sein kann. Die Knie werden weich. Man stottert vielleicht, weiß gar nicht mehr so, was man eben noch sagen sollte, das ist dann alles weg, ne? Oder man legt die Finger auf die Lippen und überlegt schon, den Geschmack hat man quasi schon auf der Zunge.
Das sind so äußerliche Reaktionen und von denen eben zum Beispiel welche einbauen und dann aber überlegen, aus welcher Perspektive schreibe ich, kann ich denn auch die innerlichen Reaktionen zeigen? Das wäre dann eben sowas, was wir eben hatten bei meinem Beispiel, den Herzschlag wahrnehmen, die Wärme, die durch den Körper durchfließt oder auch sowas wie Speichel, der produziert wird. Also, ne, wenn dann da die Speichel im Mund zusammenläuft, weil man eben das tolle Eis sieht, das gilt eben auch natürlich für einen Sexualpartner. Und da zum Beispiel, das ist so ein ganz typisches Beispiel dafür, manche schreiben das so, als würde der andere das sehen, aber das kann nicht funktionieren. Also wenn es nicht direkt aus dem Mund raustropft, dann kann der andere das nicht sehen. Deswegen überlegt bitte bei jedem von diesen Reaktionen, wer kann denn das sehen? Ist das innen drin oder ist das von außen sichtbar? Dann gibt es noch so gedankliche Reaktionen, auch die sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist dann sowas wie diese Ungeduld, die dann zum Beispiel entsteht, wo ich dann anfange zu trippeln oder schneller zu laufen. Oder dass bei einer Person wäre es jetzt so, dass eine Berührung mich schon wieder träumen lässt oder dass der Geruch, den ich jetzt mit diesem Menschen verbinde, mich davon träumen lässt, wie das mit dem ist oder war oder sein könnte. Und das ist also wieder eine eigenere Kategorie und die kann auch nur in dieser einen Person vorkommen und eben nicht in dem anderen, von dem anderen gesehen werden. Der kann höchstens ahnen, dass da jemand gerade träumt, aber es ist nicht von außen sichtbar. Und da könnt ihr euch, gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel mal auf das Eis bezieht, einfach mal eine Liste machen und mal ausprobieren, was ist denn das? Was passiert denn da in mir drin? Und dann eben auch die Steigerung. Ne? Jetzt lecke ich das allererste Mal an meinem Eis. Und dann, was passiert da? Was fühle ich denn da in mir drin? Und diese Sinnlichkeit, die da entsteht, nämlich das mit den Sinnen genießen, vielleicht sogar das Schmatzen hören, ja, oder eben die Kälte spüren, den Geschmack auf der Zunge haben, das Schmelzen beobachten. Also da gibt es ja so viele Punkte, die man dann haben kann. Und das übertragt dann bitte auf die Menschen. Ja, das ist dann eben der nächste Schritt, wo ihr dann sagt, ja, das ist diese Lust. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich einen Menschen sehe und für denjenigen Lust empfinde? Und zwar so richtige Lust dann eben oder eben die Abstufung zum Beispiel dann auch einfach von dem ersten Kribbeln bis hin zu diesem richtigen, von wegen jetzt sofort, jetzt will ich sofort ihn nehmen oder genommen werden oder was auch immer. Und jetzt will ich sofort Sex haben. Und das ist ja eine endlose Abstufung. Und ich möchte, dass ihr die wahrnehmt und einschätzen könnt, wo ihr auf diesem Punkt seid, damit ihr das auch einsetzen könnt. Weil jede Sexszene eben ja diese Einleitung braucht, dieses irgendwann fühlen die sich zueinander hingezogen und es kommt eine erotische Spannung auf, bis hin zu dem Punkt, wo sie dann in der Kiste landen oder sogar noch weiter eben bis zum Orgasmus kommen. Das ist ja eine stetige Steigerung. Die kann natürlich innerhalb von Sekunden passieren. Wir wissen alle, ein Quickie, da ist die innerhalb von Sekunden da. Das kann ich natürlich auch beschreiben. Aber grundsätzlich geht es darum zu wissen, dass diese Stufen überhaupt passieren müssen und dass das nicht aus dem Nichts herauskommt und dass man nicht einfach befehlen kann, du musst jetzt geil sein. Das funktioniert nicht.